was ich in den Medien derzeit miterlebe, an Vorwürfen gegen uns, die haltloser nicht sein können, was wir miterleben, an Anpassversuchen, wo es mittlerweile so weit geht, dass rechtskonformes Verhalten schon dargestellt wird, als wäre es ein Skandal. Was ich höre an Gerüchten, ja, letztens Klassentreffen gehabt aus meiner alten Schule, 15 Jahre Naturtreffen, sogar bei mir schon eine Zeit her mittlerweile, trinken wir was gemeinsam, sind unterschiedliche politische Herkunft, aber die meisten, weil wir heute Freunde sind, haben gesagt, mich will sie irgendwie trotzdem auch mit sonst woanders stehen. Und dann nach dem zweiten oder dritten Bier kommt jeder zweite aus seiner Klasse und sagt, du, also ich unterstütze dich eher, aber was ich da letztens gehört habe über dich, ja, was da erzählt wird über dich, dann ist einer meiner langjährigsten Freunde hergekommen aus Schulzeit und sagt, du, wir waren doch so viel ausgemeinsam und wir kennen uns zusammen. Jetzt haben sie mir alle gesagt, du bist schwul, bist du das erst vorn oder was? Also es ist unglaublich, was da teilweise versucht wird. Und insofern ist einfach meine große Bitte, dass ihr da auch vor Ort dagegen haltet, weil was klar ist, sie werden es jetzt nicht durch die Auseinandersetzung in den Themen drehen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!